Willkommen zu diesem neuen Video. Ich möchte hier auf eine Klassenmechanik eingehen, die mit Legion geändert wird. Es geht dabei um die Berechnung von Schaden und Heilung. Ich finde das Ganze relativ interessant. Ihr könnt mir ja gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben. Ich würde sagen, wir steigen mal direkt ein, weil ich will das Video relativ kurz halten. Ich gebe euch mal ein Beispiel, wie es momentan funktioniert. Momentan ist es so, wenn wir einen Magier beispielsweise haben, der macht einen Cast von einem Frostfeuerblitz oder wie auch immer, dann wird der Schaden, den dieser Frostfeuerblitz macht, also wie viel Schaden der jetzt verursacht, ob er kritisch trifft und so weiter und so fort, beim Casten festgesetzt. Das heißt, wenn dieser Cast losfliegt, steht fest, wie viel Schaden der auf beispielsweise den Boss macht, wenn er da ankommt. Der Schaden an sich wird erst ausgelöst, wenn der Frostfeuerblitz den Boss wirklich trifft. Das heißt, auf der Flugbahn vom Magier zum Boss steht schon fest, wie viel Schaden das Ganze machen wird. Jetzt hat das Ganze den Nachteil, wenn der Magier den Cast durchgemacht hat, der Frostfeuerblitz also auf dem Weg ist und dann der Kampfrausch meinetwegen gezündet wird, dass dieser schon abgefeuerte Frostfeuerblitz natürlich keinen Schadensbonus mehr kriegt, weil der Schaden ja vorher schon festgesetzt wurde und nur noch ausgelöst wird, wenn er auf den Boss trifft. Das ist jetzt nichts Tragisches, aber mit Legion wird das Ganze ein bisschen verändert. Da wird der Schaden nämlich erst festgesetzt bzw. berechnet, wenn dieser Frostfeuerblitz eben beim Boss ankommt. Das heißt, wenn ein Magier einen Cast macht, und während der Flugbahn wird der Kampfrausch oder irgendwelche sonstigen Damage-Buffs gezogen, dann hat das noch einen Effekt auf diesen abgefeuerten Cast. Das heißt, es ist nicht mehr ganz so wichtig, wann wir den Cast wirklich abfeuern, sondern mehr, wann er beim Boss ankommt. Also wenn der Cast ankommt, während der Kampfrausch läuft, dann wird der Schaden dementsprechend auch berechnet. Kann natürlich auch ein Nachteil sein, wenn zum Beispiel der Cast noch abgefeuert wird, während der Kampfrausch aktiv ist, der dann auf der Flugbahn ausläuft und der Frostfeuerblitz dann ankommt, während der Kampfrausch wieder ausgelaufen ist, dann gibt es natürlich weniger Schaden. Also es hat Vor- und Nachteile, aber ich finde es ganz interessant. Ist natürlich nicht nur beim Magier so, sondern bei allen Klassen, sowohl was Schaden als auch was Heilung betrifft. Hat bei Nahkämpfern natürlich jetzt nicht so die Änderungen, weil man da ja keinen klassischen Flugweg hat, bei den meisten Fähigkeiten zumindest. Aber was die Heilung betrifft, ist es halt auch so, wenn die Heilung beim Ziel eintrifft, wird die erst berechnet. Das heißt, das ist vielleicht auch ganz praktisch, dass man da vielleicht noch, wenn es kritisch wird und das nicht ganz so koordiniert ist, wann der Kampfrausch gezogen wird, dass dann trotzdem noch der Bonus auf die Heilung kommt, dass die Ziele dann schneller hochgezogen werden können. Ich finde es, wie gesagt, ganz interessant. Kann eben halt Vor- und auch Nachteile haben. Muss man mal gucken. Vielleicht wird da auch bossmechanisch ein bisschen dann vielleicht drauf zurückgegriffen, dass man vielleicht irgendwelche Bosse hat, die dann vielleicht so ein bisschen random irgendwelche Damage-Debuffs oder so verteilen, dass man da jetzt nicht ganz so genau gucken kann, wann cast ich den Cast, sondern dass halt, wenn er unterwegs ist, unterwegs und was dann passiert, passiert. Da hat man dann keinen Einfluss mehr drauf. Kann, wie gesagt, auch ein Nachteil sein. Okay, was haltet ihr von dieser Mechanik? Ich, wie gesagt, finde es ganz cool, macht jetzt als Tank bei mir nicht so den Unterschied, aber vor allen Dingen bei den Range-DDs ist es vielleicht zumindest interessant zu wissen, dass das geändert wird. Nicht, dass man sich da wundert, warum da so komische Schadenszahlen vielleicht zustande kommen, obwohl auch der Kampfrausch an ist oder eben nicht an ist oder wie auch immer. Eure Meinung, wie gesagt, in die Kommentare. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zusehen und wenn ihr mögt, sehen wir uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin, haut rein!